war ja schon dreimal Gesamtsieger hier in Wohnsfeld, auch bei trockenem Wetter. Perfekt. Ich glaube, das war sein schnellster Auftritt bisher. Ja, und das war also ein Peter Kalten, der war auf der Italienlinie wie Norbert Randa. Die Reifen von Norbert Randa. Hallo zusammen. Hallo. Und? Die ganze Zeit? Drei Läufe und eine Hand hinten auf dem Kotflügel. Ja, und? Aufnahme angeguckt? War ganz okay, aber der Ton ist nicht ganz so schön, weil bei mir ist ja immer so ein bisschen der Ton so knarrig. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich durch die Lautstärke, ja? Aber wenn deine wieder... Bruno, was hast du gemacht? Du hast den Rekord verpasst. Warum? Da oben. Da warst du ein bisschen verwegen unterwegs. Aber es war sehr schön. Und schnell vor allem, ja? Das war Wahnsinn. Dann wäre das noch schneller bestimmt. Meinst du? Ja, gut, okay. Ich bin am Limit. Aber herrlich. Also wenn ich das vergleiche, es war spektakulärer und mindestens genauso schnell wie 2008, wo du gesamt hier gefahren hast, ja. Und das ist schon natürlich ein Grund zum Feiern. War ja schon dreimal Gesamtsieger hier in Wohnsfeld, auch bei trockenem Wetter. Perfekt. Ich glaube, das war sein schnellster Auftritt bisher. Ja, und das war ein Peter Kalten, der war auf der Italienlinie wie Norbert Randa. Die Reifen von Norbert Randa. Wahnsinn! Bruno! Das war wieder stark! Einfach ein Flugchen.
Weibchen.